Zap, moin Leute, waren Uri am Start. Wir wollten uns beim letzten Mal ja aufmachen in den Neta. Allerdings würde ich gerne erstmal meinen. Wo habe ich mein Haus? Da habe ich mein Haus. Die Welt muss ich erstmal ein bisschen was nachbauen. Allerdings würde ich gerne zuallererst einmal alles Mögliche an Sachen ablegen. Plus, dann können wir nochmal eben kurz pennen. Dann ist wieder Tag. Ich glaube, das speichert sich auch dann, wenn wir im Neta sind, dann kommen wir auch tagsüber hier wieder raus. Erstmal räumen wir alles weg, was wir nicht mitnehmen müssen. Jetzt zum Beispiel Redstone, das Feuerzeug brauchen wir nicht, die Steinstufen brauchen wir auch nicht. Ich weiß gar nicht, brauchen wir überhaupt eine Eisenschaufel da? Ich bezweifle das so ein bisschen. Okay, wir können die jetzt mal reinpacken. Eisenschaufel kommt weg, wir haben nur eine Eisenspitzhacke. Die Eisenaxt brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Die zweite Eisenschaufel kann auch weg. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Eisenschwert. Ja, toll, hier werden wir immer noch ein Steinschwert rumfliegen. Eisenschwert und Spitzhacke. Wir haben ja noch einen davon. Tolle Wurst. Tue ich ein oder tue ich zwei? Ich mache erstmal einen. Jo. Dann gucken wir nämlich einmal, dass wir uns auf jeden Fall noch zwei Spitzhacken machen, die wir mitnehmen. Und die eine hat es bald hinter sich. Ja, komm, dann machen wir noch eine dritte. Zack, zack. Und dann brauchen wir den zweiten Eisenblock doch noch. Dann machen wir uns nämlich nochmal zwei zusätzliche Eisenschwerter, quasi volle Ausrüstung hier. Wie sah das eigentlich aus? Schuhe brauchten wir noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. So. Ja, Eisenstiefel. Super. Alles klar. Hat sich auch sogar gelohnt, die beiden Blöcke da auseinander zu pflücken. Der hier ist gerade fertig geworden. Das sind nochmal 30 Stein normale, die wir haben. Wenn wir wegpacken, die Erde nehme ich mal mit. Haben wir hier noch einen Erdblock rumfliegen? Genau, dann machen wir einen 64er Stapel da draus. Alles klar, was brauchen wir sonst noch? Holz. Definitiv. Nehmen wir Holz mit. Schwarzeichenholz wird. Ja, nehmen wir Schwarzeichenholz mit. Alles klar. Ich denke mal, das reicht. Also dann, meine Freunde. Auf in den Neta. Wir können ja auch einfach spaßeshalber, keine Ahnung, ein Schaf oder sowas reinschieben. Zum Beispiel das hier. Ich glaube, das macht dann auch blub und verschwindet in den Neta. Das wäre schon eine coole Sache. Guck mal, pass mal auf. Genau, tu dich mal. Ich will mal ausprobieren, ob du im Neta verschwindest. Jo. Alles klar. Auf hinterher. Wir wollen natürlich unser Pionierschaf nicht alleine lassen. Oh. Okay. Gehen wir auf die andere Seite. Wir sind hier in einer kleinen Höhle gelandet. Das ist schon mal eine gute Sache, auch wenn hier Lava. Ach, Schaf, Mensch. Das Gute an der Sache ist, wir haben jetzt noch ein bisschen gebratenes Hammelfleisch dabei. Alles klar. Gut, wo geht das hier hin? Okay, das hier sieht aus wie eine unterirdische Höhle. Ich persönlich möchte mich nicht nach oben graben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Könnte nämlich Lava sein, so wie diese hier. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Lava fließt hier ja auch so schnell wie Wasser. Das ist natürlich immer semi-gut, wenn das passiert. So. Das hier hinten stirbt auch langsam ab. Genau, dann können wir uns nämlich hier mal runter bewegen. Ach, das ist ja hier komplett runtergeflossen. Da hätten wir ja lange hier rumwurschteln können. Gut, hier gibt es noch Pilze. Das ist ja ganz nett. Da hinten brennt es auch schon. Neta-Quarz. Ich weiß gar nicht, wofür man den überhaupt noch braucht. Ich nehme aber einfach mal mit. Es dauert schon ein klein bisschen, bis da unten das weg ist, wa? Das Schöne an der Sache ist hier ja, dass diese Pigmen sind ja nicht aggressiv, außer wir hauen die. Also wenn wir natürlich nicht hauen, sonst ist die ganze Pigmanschaft des Netas hinter uns her. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Oh. Nee, da will ich natürlich nicht runterfallen. Na? Ich glaube, wir setzen hier einfach mal Fackeln alle paar hundert Meter oder so. Ich würde gerne hier. Genau, dann können wir den hier nämlich wieder wegmachen. Dann bauen wir nämlich nur die nötigste. Ne, die brauche ich ja. Nötigste Erde an die Stelle hin. Schnappen uns schön Niederplatz. Ja. Schichten um Runo. Natürlich müssen wir mal aufpassen. Es könnte ja eventuell Lava darunter sein.
Hier ist es allerdings nicht so tragisch, wenn mal ein bisschen was runterfällt, weil dieses Netherquarz-Gedöns hier wächst überall. So wirklich überall. Ups. Quasi wächst es aus dem Boden heraus. Fast wie Pilze. Du, 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 du. Gut, hier geht's nicht weiter. Gehen erstmal wieder zurück. Da hinten war ja auch noch Netherquarz. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir denn am besten langkommen. Oh, Moment, hier geht's ja auch noch runter. Mehr Netherquarz. Wir wissen ja, wo wir hergekommen sind. Noch. Orientierungssinn eines Orientierungslosen. Gut, hier ist es auch, hier ist auch nichts. Das heißt, wir machen hier eine Fackel hin. Das ist quasi das Ende der Fahnenstange. Dann denke ich, bauen wir hier noch eine Fackel hin. Und zwar einfach, um anzuzeigen. Pass mal auf. Also die setzen wir dann hier hin statt hier. Dann sieht man die von unten auch. Dass es hier quasi dann wieder hochgeht. Ich möchte eigentlich nicht so nah an der Lava vorbei. Aber was soll's. Gut, was haben wir denn hier? Noch ein kleiner Stollen. Den wir ebenfalls eine Fackel reinpacken. Das sind quasi einfach nur Wegmarkierungen. Wir müssen hier nichts ausleuchten oder sowas. Es ist ja nicht so, als würde hier irgendwas Gefährliches spawnen. Das ist ja das Schöne der Sache. Versuchen wir hier irgendwie einen Gast reinzuquetschen. Ich glaube, das wird schwierig. Ich möchte aber auch nicht unbedingt einem begegnen. Wenn es aber so sein sollte, dann ist es halt so. Du. WoT-Musik begleitet uns wie eh und je auch durch die Minecraft-Welt. Na komm. Ein bisschen was Dramatik hier aufzubauen. Das hier sieht doch auch noch ganz gut aus. Ja, her damit. Okay, ist gerade ein bisschen Licht nachgekommen. Gib mir ein bisschen auf den Keks. So. Glowstone! Yes! Schnappen wir uns gleich. Aber erstmal die Kohle des Nethers. Können uns natürlich auch. Ja, da ist nämlich unsere erste Spitzhacke schon mal hinüber. Können uns ja auch Netherstein mitnehmen. Ich denke, das dürfte ganz gut sein. Also als Baumaterial kann man das bestimmt noch zu irgendwas verwenden. Das, wenn wir aus Versehen irgendwas abbauen müssen oder um irgendwo durchzugraben oder sowas, nehmen wir es auf jeden Fall mal mit. Nein! Ich Idiot! Ich höre einen Gast. Einen garstigen Gast. Irgendwo über uns. Aber Glowstone. Hey. Das Schöne an der Sache ist, wir brauchen nicht mal einen Spitzhack dafür. Dubidubidu. Kleine Leuchtesteinchen. Kleine Leuchtesteinchen. Plop. Ich denke mal, mit Behutsamkeit oder sowas auf einer Spitzhacke kann man die Dinger auch abbauen. Oder kann man dann was ist das denn? Seelensand. Alles klar. Okay, wir kräucheln hier mal ein bisschen hin. Wir sehen natürlich nicht allzu viel, da ich die Sichtweite etwas runtergeschraubt habe. Ich mache die mal eben hoch. Dumm. Grafikeinstellungen, Sichtweite. Ich bin auf 5 Chunks. Machen wir es einfach mal auf 12, um zu gucken, was passiert. Nein! Aua. Natürlich bin ich jetzt hier runtergefallen, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Sehr gut. Ich bin ein absoluter Vollprofi. Wir müssen irgendwie da wieder hochkommen. Pigman. Wir haben auch kein irgendwas in der Nähe. Ich bin jetzt erstmal etwas vorsichtiger. Ich esse nochmal eine Knifte. Für zwischen die Kiemen und danach benutzen wir das Hammelfleisch. Okay, wir müssen jetzt irgendwie da hochkommen. Dumm. So, zum Glück gibt's ja Trick 7. Nein! Und das war's. Versuchte in Lava zu ja. Okay, was haben wir verloren? Ein paar Spitzhacken.
Ein paar Schwerter. Unsere Eisenrüstung. Zum Glück haben wir keine Diamantrüstung dabei. Willkommen zu Minecraft-Fail. Kacke. Okay. Ach, neuer Versuch. Neues Glück. Ach, wir haben das Holz ja auch verloren. Oh, tolle Wurst. Ach, Mensch. Mensch. Mensch, Meier. Ist echt fies. Vor allen Dingen, weil man im Nether auch kein Wasser setzen kann. Das ist echt gemein. Okay. Tja. So viel dazu. Guckt mich nicht so vorwurfsvoll an. Okay, wir brauchen erstmal wieder mal zwei Schwerter reichen. Ach ja, das bringt ja eh nichts. Weil ich mir erstmal Stickies machen muss. Die dann quasi anschließend zu Fackeln verarbeitet werden. Zumindest teilweise. Ein 64er Stack ist immer gut zu haben. Ansonsten regnet es draußen auch erstmal. Hört euch dieses schöne Wetter an. Hier draußen scheint, also hier bei mir scheint zumindest die Sonne. Jo, 2 und 3. So. Dann geht's jetzt wieder los mit Rüstungsbau. Du, dann noch die Schuhe natürlich. Dann, was gab's noch? Das Hemd. Brustpanzerchen. Wie war das nochmal mit der Eisenhose? Ne, das war ein Block. Ne, das war eine Tür. Ah ja, genau, das war, glaube ich, das Gegenteil von... Ja, genau, so. Gut, dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein komplettes Equipment. Das ist ganz okay, damit kann ich leben. Muss wieder dahin, das Holz nehmen wir mal wieder mit. Wir könnten uns ja zwischenzeitlich mal Truhen eventuell gönnen. Natürlich ist es draußen Nacht geworden. Ach Gottchen. Da kam die Lava schneller zu uns, als wir zur Lava. Nein. So. Ja, es hat netterweise auch aufgehört zu regnen. Gut, Versuch Nummer 2. Ich glaube, das wird heute wieder eine etwas längere Folge. Ach ja. Alles, was ich wollte, war eine Netherfestung. Mit ein paar netten Truhen. Ein paar Loren. Loren. Ich weiß es nicht. Stattdessen fand uns die Lava. Und der ganze Netherquarz ist weg. Tolle Wurst. Ja. Okay, neue Versuch, neues Glück. Ne, wir sind das letzte Mal ja da runtergegangen, glaube ich. Versuchen jetzt einfach mal hier lang zu gehen. Und hier ist natürlich nichte. Das heißt, wir machen hier direkt mal eine Fackel hin. Hier geht's quasi wieder lang. Jo. Nee, oder unten war ich ja. Ich wollte ja noch ein bisschen. Ich wollte ja eigentlich Netherquarz mitnehmen, ne? Stattdessen verbrennen wir das einfach in der Lava. Ja. Schade, dass wir gegrilltes Netherquarz nicht wieder mitnehmen können. Fiese Sache. Ja, das ist halt Minecraft, ne? Wenn du Kacke baust, baust du Kacke. So leicht geht das. Das ist genauso wie im echten Leben. Wenn du Mist baust, hast du verkackt. Ganz einfach, Wurst. Danach will keiner mehr was mit dir zu tun. Du. Ja, wir sind hier quasi im selben Gang wie vorher auch. Und kommen jetzt gleich an den Ausgang wieder hin. Wo der Gast uns vorhin nett begrüßt hat. Diesmal benutze ich die richtige Taste. Und da fließt unser Lavasee, den wir produziert haben. Wunderbar. Das Gute an der Sache ist, dass wir diesmal von oben kommen. Und uns quasi runtergraben können.
mit anschließendem. Da muss ich mal wieder aufpassen halt. So. Das heißt quasi, wir können uns hier wieder runtergraben. Ich habe jetzt schon wieder Herzrasen, dass ich hier runterfalle. Müssen wir da, glaube ich, ungefähr anfangen, um uns da runter zu graben. Keine Ahnung, wie viele Blöcke das ungefähr sein werden. Ich hoffe mal, dass wir da relativ einfach runterkommen. Da oben ist noch... Ne, da oben ist kein Glowstone. Schade. Könnten aber auch erstmal... Ich halte mich jetzt mal hier ein bisschen auf Abstand und setze die Erde mal direkt... Ups, falscher Knopf. Setze die Erde mal direkt hier hin. Ach, ich habe gar keine Erde dabei. Bin ich clever oder was? Wir halten uns mal hier so ein bisschen auf Abstand. Wir wollen ja nicht den Lava-Gott wieder erzürnen. Das Zeug fließt ja schon schnell genug. Da muss man jetzt nicht unbedingt sich noch etwas reizen lassen. So, hier versuchen wir uns mal wieder nach außen zu graben. Es fließt keine Lava herunter. Oh, erschreckt mich doch nicht. Okay, da ist Glowstone. Da ist überall Glowstone. Alles Mögliche. Glowstone, Glowstone nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, Seelensand. Seelensand ist immer so eine Sache. Darauf wachsen doch diese Netherwarzen. Braucht man die nicht fürs Brauen oder sowas? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Glowstone. Ich glaube, Glowstone ist so... Ja. Die Diamanten der Netherwelt. Wenn man die gefunden hat, dann ist man erstmal tot. Immer schön alles einsammeln, nicht vergessen. Ja, ich hab dich auch lieb. Gut, am liebsten nicht auf dem Seelensand laufen. Da geht's noch weiter runter. Da hinten geht's auch noch weiter. Hier geht's überall weiter. Und überall brennt es. Lichterloh. Jo. So, wollen wir uns doch mal hier runter graben. Genau, dann sind wir jetzt erstmal auf der Ebene. Ich will ja eine Netherfestung haben. Mal, ich gehe nochmal kurz wieder nach oben. Wir haben ja hier quasi unseren Aufgang irgendwo. Tono liegt natürlich auf irgendwo. Ja, hier sieht alles gleich aus. Verdammte Axt. Wo kam er denn jetzt her? Von hier hinten müssen wir irgendwo hergekommen sein, oder? Aber hier geht's ja runter. Da unten waren wir ja noch nicht. Waren wir da oben? Ach. Kommen wir von hier oben? Ich weiß nicht mehr, wo das Netherportal ist. Da! Kamen wir von hier? Hier ist die Army of the Pigman. Ich hatte irgendwo ein Loch im Boden gemacht. Ich jetzt wüsste, wo das gewesen ist, wäre ich echt glücklich. Ich höre einen verfluchten Ghast. Ich will keinen Ghast hören. Keine Lust auf Ghast. Okay, ich werde mir die Folge später auf jeden Fall nochmal angucken müssen. Okay, Glowstone. Wollen natürlich nicht anfangen zu brennen, wenn wir hier irgendwie arbeiten. Ja. Verdammt. Na gut, was soll's. Muss ich mir die Folge dementsprechend irgendwann nochmal angucken. Wenn wir hier wieder raus wollen.
Solange uns jetzt kein Gast hier runterhaut, ist alles in Ordnung. Das Gegrunze der Pigments ist auch nur leicht störend. Schnarcht doch woanders rum. Ist das unser Eingang? Nee, kann nicht sein. Vollkommen falsche Stelle. Da. Blop, 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 blop. Mehr Glowstone für uns. Und mehr Netherquarz für uns. Das ist auch noch eine ganz gute Sache. Wir kriegen sogar Erfahrungspünktchen dafür. Können wir später dann für unseren Verzauberungstisch verwenden. Ach. Gottchen, erschreck mich doch nicht so. Was ist das denn hier? Noch eine hohle Höhle. Aber die geht nicht weit. Schade. Okay. Ich versuche jetzt immer noch den Eingang zu finden. Es ist nicht unbedingt einfach. Nein. Nicht. Ich frage mich, ich muss da unten irgendwo bei dem bei den Flammen muss ich rausgekommen sein. Ich wüsste wo. Ich mach das jetzt erstmal hier ein bisschen aus. Ne? Wir wollen ja nicht brennen. Genau hier war der Eingang. Mache ich das ganz einfach. 1, 2, 3, 4. Dann kommen hier nämlich Fackeln dran. So. Blub. Denn. Ja. Denn wir wollen ja immerhin immer noch wissen, wo wir denn jetzt herkamen. So. Ja, ich hatte mich auch genau hier vorher dann wieder hochgebaut. Super Sache, ich hätte wirklich einfach nur oben das Rücktotem hinsetzen müssen. Damit wäre eigentlich die ganze Sache schon gegessen gewesen. Halleluja. Gut. Wir gehen noch ein kleines Stückchen, gucken uns noch ein bisschen was um. Ziemlich rot hier alles. Ja, sieht man relativ gut. Ich hätte vielleicht die anderen Fackeln noch ausmachen müssen. Der Lavasee. So, hier sind noch überall Pilze. Geht's auch noch in eine ganz kleine Höhle rein. Wollen wir aber erstmal nichts mit zu tun haben. Mit einer Fackel Feuer aushauen. Mann, bin ich professionell. Jo. Persönliche Hölle. Meine persönliche Hölle wäre, irgendwo zu leben, wo es kein PC und kein Internet gibt. Diese Kombination. Da unten ist noch Glowstone. Kann man von hier aus noch die Fackel sehen? Nee, von wo aus kann man die sehen? Von hier aus kann man die noch sehen. Dann fügen wir doch einfach mal ein Totem hinzu. Jo. Wir wollen ja immerhin den Rückweg später noch finden. Clever ever. Plus, dass wir auf der Seite, wo wir lang müssen, noch eine zusätzliche Fackel hinmachen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Super. Finde ich echt klasse, dass du darauf gekommen bist. Ich hätte mir das so selber nicht überlegen können. Echt nicht. Gast! Wo ist er? Das hört sich so an, als wäre er hier hinten irgendwo. Dementsprechend möchte ich den Seelensand erstmal nicht besuchen. Hört sich an, als wäre er über uns irgendwo. Sagt Bescheid, wenn ihr es schreien hört. Ja. Okay. Bis jetzt noch keine Netherfestung. Da hinten geht's wieder zurück. Gut. Ich weiß auch nicht, auf welchen Höhen Netherfestungen stehen oder ob die random irgendwo sind. Kann ich euch nicht sagen. Da ist er! Geh weg! Ksch. Kusch! Kusch, du Gast! Ich habe natürlich auch keinen, Ach, jetzt kommt er wieder runter. Nein, ich habe keine Lust auf dich. Geh weg.
Geh weg. Ich glaube, der hat echt keine Lust mit uns zu spielen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Screw you! Ich werde mich verteidigen. Aua, 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 aua. Ich will nicht brennen. Hör auf damit. Lass das. Aua. Oh, jetzt sind andere direkt vor uns. Wir haben kein zu essen dabei. Wir haben kein zu essen dabei. Ich kann keine Lebenspunkte regenerieren. Lauf! Oder lauf nicht. Lass mich in Ruhe. Ich kann keine Lebenspunkte regenerieren. Wo ist er denn? Ah! Scheiße! Oh. Ich will hier nicht sein. Ich will auf die andere Seite. Ich dachte, ich mache hier einen auf dicke Hose und verteidige mich hier gegen den Ghast. Ist nicht. Ksch. Ruhe! Mensch! Geht's ja mal gar nicht hier. Habe ich nicht zu essen dabei. Wie unfähig bin ich eigentlich? Mensch. Unglaublich. Jetzt muss ich vorne runterfallen, ne? Genau. Ich glaube, das hätten wir nämlich nicht mehr überlebt. Habe ich nichts zu essen dabei. Ich glaube, wir haben gar nichts mehr zu essen, oder? Ich hatte alles dabei. Nein. Wisst, was das bedeutet? Ja. Nächste Folge ist Farming-Zeit. Meine Güte. So. Dann bewegen wir uns mal zurück. An unser Netherportal. Oh Gottchen. Das war jetzt eine Odyssee. Erst verrecken. Dann nichts zu essen dabei haben. Und dann ist es auch noch Nacht. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Werden wir gleich schön erstmal Getreide ernten. Ksch, Ruhe. Ich habe jetzt gerade echt keine Nerven für sowas. Oh, zu den Waffen. Genau. Ja. Ich sag dir mal tschüss. Ne? Viel Spaß beim selber zocken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir uns wieder mal auf in den Nether und gucken mal, ob wir wirklich nicht doch noch eine Nether-Festung finden. Aber bis dahin. Ciao, ciao.